Aloha hi, meine Lieben. Willkommen zurück in Baldi's Tor oder BG oder wie man auch immer das nennen möchte. Zurück mit dem Daniel, der sich schon in den Kampf bewegt hat. Ja, gar nicht so gute Laune gerade. Ich habe hier im letzten Part irgendwas getriggert, weil meine Unsichtbarkeit plötzlich weg war. Und wir wurden gesehen von den Gollums. Netten Kollegen hier. Irgendwie habe ich noch Mühe mit dem mich vorwärts bewegen, denn ich bin noch nicht im Kampf. Ich könnte, rein von der Theorie her, aber irgendwie schnalle ich was nicht. Alright. Also alle, die jetzt hier außen stehen, sind quasi noch nicht drin. Genau. Wir haben halt auch nicht so große Möglichkeit im Moment. Aber ich kann mich gar nicht... Ah, jetzt... Oh, Mist. Ah, okay. Jetzt haben wir sind im Kampf. Kann ich mit dir anfangen? Ich möchte. Oh, da liegt einer am Boden. Ja. Der ist aber kein Goblin. Der ist bewusstlos. Er hat auch nur einen HP. Sing ihm ein Lied. Ich würde dir gerne ein Lied singen, aber es ist für Würfe. Und du wirst wahrscheinlich in der nächsten Ding nichts werfen. Ich weiß ob ich so einen kleinen wegwerfen kann. Weshalb? Aber ich könnte dir... Gebe ich dir mal. Habe ich schon irgendwas gemacht? Ah, ich muss zu dir hinrennen. Okay, das ist ja... Uncool. Ich hab Scheiße gebaut. Okay, was denn? Ich dachte, ich hätte jetzt dir etwas gegeben, aber ich glaube, ich hab's verkackt. Dann könnte ich befehlen. Ach, für bis befehlen muss man auch so nahe dran stehen. Okay, cool. Respektive nicht cool. Beschwöre eine Waffe. Also mit dem hier vorne bin ich jetzt magisch verbunden. Der wird nächste Runde draufgehen. Der wird sowas von draufgehen. Okay. Ja. Lass uns nur gucken, dass der Zwerg da überlebt. Das wäre interessant. Das ist voll der Nahkämpfer hier, der Kollege, den ich habe. Oh, dann schick ihn rein. Ich klingle noch kurz. Zum Bestätigen klicken. Habe bestätigt. Cool. Nachher renne ich rein. Ah, ich bin immer noch dran mit dem. Oh, Er ist magisch mit ihm verbunden. Ja, jetzt weiß ich nicht, wenn ich dem jetzt... Ich könnte ihn jetzt töten. Aber dann haust du vielleicht Gale auch eine rein? Nee, also geht nur in eine Richtung. Okay. Sturmangriff. Was liegt da? Ein Wasserfass. Oh, ich könnte was werfen. Ach Mist. Hast du ihn jetzt mit Gift überzogen? Du hast deine Klinge mit Gift überzogen. Habe ich das? Das wollte ich eigentlich nicht. Sieht zumindest so aus. Deine Klinge ist irgendwie jetzt giftig. Na komm, dann steche ich auch zu, komm. Meine bardische Inspiration ist weg, weil ich daneben gehauen habe. Ah, habe ich dich doch inspiriert? Ja, das war aber schon den ganzen Tag aktiv. Ah, okay, cool. Oh, die haben da oben nochmal so einen Bogenheini. Boah.
Oh Mist. Den hier vorne mache ich kalt. Kritischer Fehlschlag. Ich bin etwas weit weg. Ich muss nachher ein bisschen weiter nach vorne kommen. Und mit dir. Komme ich so weit? Nee, komme ich nicht. Was tue ich nur? Was tue ich nur? Man kommt hier nicht so mega weit irgendwie. Gut, du könntest hinspurten. Ich könnte hinspurten. Aber auch dann kommen... Ah, ist da irgendwie... Volle Kanne rein. Jetzt kannst du halt nichts mehr... Mist, aber ich kann ihn noch schubsen. Athletisch wie ich bin, war das erfolgreich. Ja, der gute Will wird jetzt halt leider voll im Fokus sein wahrscheinlich. Definitiv. Aber ich meine... Wirst ja. Mit deiner mit Gift überzogenen Klinge. Ja, ich will auch dazu kommen. Was ist das denn? Kann aber nicht so viel. Ich habe nur berührende Zauber. Berührende? Ja, ich muss die berühren, um zu zaubern. Ach so. Das kenne ich. Segnen. Dancen. Ich könnte den Freund hier am Boden heilen. Dann wird er sicher nachher weggesnackt, nicht? Weiß ich halt nicht, aber so kann er auf jeden Fall direkt weggesnackt werden. Ich heile ihn mal, hä? Okay. Dann weiß er, wir sind Freunde. Vielleicht hilft er uns ja auch. Sieht aus wie ein Schläger. Schlägertyp. Der Findal. Ah, jetzt hat er 14 von 22. Okay. Denn. Was ist denn? Ah, kann ich nicht mehr. Ich heile dich dann nächste Runde. Den Will. Weil der hat ja jetzt noch nicht so viel verloren. Hoffentlich reicht das. Oha, Blutung. Was hast du denn dem jetzt angeschmissen? So eine stachelige Knolle. Er hat dir null abgezogen? Ja, ich hab diese Handschuhe an, dass ich Pfeile fangen kann. Ah, cool. Die machen das schlau, ne? Die ziehen sich zurück hinter die Linien. Mhm. Da stehen zwei beieinander. Dann nehmen wir einen Feuerpfeil. Oha. Okay. Wollte ihn hier runterschubsen, aber mein Händchen ist noch nicht dran. Nein! Ach Mann. Was denn? Ich bin immer zu weit weg. Kann echt nur unmöglich wenig weit. Vielleicht mit Springen? Weil hier ist halt Schlamm, da ist Laufen schwieriger. Ach komm schon. Ah, das ist ärgerlich. Aber du kannst dir doch, glaube ich, mit dem Herz kannst du doch mehr... War das nicht so?
falsches Leben. Temporäre Trefferpunkte. Ich weiß es halt nicht. Ich will einfach mal ausprobieren. Falsches Leben. Nee. Nö. Was macht der? Moin. Oh, oha. Wir haben hier auch einen reingezimmert. Ah, ja. Nein, das war im Positiven. Ja, okay. Cool. Gut, hast du ihn gerettet. Und dann hat er da, oder ist das deine Magierhand da oben? Die Magierhand ist von mir, ja. Die sieht irgendwie böse aus. Ja, muss ich schon wieder hinterherlaufen. Ich hoffe, ich rutsch nicht aus. Eieiei. Da springt der runter. Der steht immer noch da und spielt Gitarre. Ich dachte schon, wo kommt das denn eigentlich her? Ja, der ist halt voll der Gitarrero. Ist der runtergesprungen? Jo. Nein. Inspiriere ich dich noch? Kurz nochmal lesen vielleicht. Gib mir einen Slap. Ja. Okay. Ja, der oh ist yeah. Unser kleiner Freund ist noch. Ah, nee, du bist noch dran. Waffe am Boden. Saustark. Ich habe ihn mal wegwerfen lassen. Hätte es wohl nicht mehr gebraucht. Ich mache ihn kaputt, hä? Ja, ich denke. Und da ist er dann auch hinne. Möchtest du mit unserem neuen kleinen Freund reden? Jo, ich wollte noch kurz bösen Spott, aber... Obwohl, Achtung, da vorne hat sie nochmal so eine Statue. Also die dürfen wir auch nicht ganz aus den Augen lassen. Wie sind diese Goblins in den Hain gekommen? Hat euch niemand gesucht? Ein Wunder, dass euch die Goblins nicht aufgeschlitzt haben. Warum nicht? Dank mir nicht zu früh. Ich bin hier, um ihr Werk zu beenden. It's my fault. I thought I'd given them the slip, but they followed me through the tunnel back there. I must tell the others what happened. I step careful. There are traps in these tunnels. Oh nee. And thank you again. Aber du nicht, sagst du. Könntest du uns ja noch heilen kurz, bevor du hier verschwindest, aber ist okay. Soll ich einen Heiltrank trinken? Das kannst du machen. Ich kann dich aber... Nee, ich... Ja, genau. Ich kann dich aber auch heilen. Ich hab schon gesoffen. Heilen. Also ich habe schon gesehen, wenn ich dir das kurz mit meinen... Hier. Ist oh. Das eine Dingens. Ja. Nur wie kommen wir da hin? Und dann hat es hier oben... War das auch nochmal so ein Dingens? Ja. Krone des Adlers, die wird vermutlich... Der Adler, den Adler habe ich noch nicht gesehen, aber... Der ist direkt daneben. Aber den Dude hier... Ah, ja. Den müssen wir ja irgendwie... ausschalten. Wenn ich dich aber jetzt unsichtbar mache, was ich wahrscheinlich gar nicht mehr kann... Defender of the People. Weiß ich nicht, ansonsten müssen wir rasten. Nicht. Aber kriegen wir das mit dem Pfeil? Oder können wir da rüberspringen irgendwie? Ja. Aber die werden das nicht ohne weiteres, glaube ich. Heading out.
Dann ist noch alles schlammig hier. Ist nicht gerade die beste Voraussetzung aller Zeiten. Das ist richtig. Also der Bär ist ja ausgeschaltet. Es geht dann. Und da ist ja noch ein Bär, der ausgeschaltet aussieht zumindest. War der Bär? Ah. Der leuchtet Adler. Zumindest. Okay, ja. Und wir haben hier oben den Adler. Da ist auch ein Adler direkt am Knopf. Und da ist halt ja noch der Adler da unten. Aber dann schalten wir doch zuerst mal den Adler aus, oder? Weil genau, den sollten wir ja locker flock. Oh. Den sollten wir ja dann locker flockig. What have we here? Verwenden. So. Ist aus? Ja, der Adler aus. Ist aus. Und jetzt sollten wir doch. Have a lot on my mind and well, in it. Das scheint irgendwie nicht zu klappen, ne? Mit dem Pfeil will der irgendwie nicht. Die Frage ist auch, müssen wir den überhaupt noch ausschalten, weil da wird gelootet. Oh! Wow! Was war das? Nur Wasser, glaube ich, ne? Oh, Alter. Ja. Schreck, lass nach. Weil rein theoretisch sind wir jetzt vorbei. Ich weiß ja nicht, was da unten noch ist. Ist da noch? Möchtest du. Da liegt ein toter Mensch direkt neben dem Knopf. Möchtest du Baywatch-mäßig darüber springen und. Oder soll ich das übernehmen? Ich glaube, ich versuche das mal. Baywatch-mäßig? Oh, nein, du versuchst das mal. Nee, mach du nur. Ich überlasse dir das schon. Okay. Unsichtbar machen kannst du nicht mehr, ne? Und leider nein. Oh, wow. Was für ein Heldensprung. Ich lenke ihn ab. Komm nicht so weit. Oh. Da aus. Du hast ziemlich einen mitgekriegt. Ja. Ich hoffe, der tote Mensch lohnt sich. Ich hoffe, er hatte so dabei einen rußigen Schlüssel, 20 yeah. Ein Falle im Schärferwerkzeug und einen Silberbarren. Einen Silberbarren? Einen Silberbarren. Kriegen wir dazu zehntausende Goldies? Das 50 Münzen wert. Ach, jetzt kommt er. Ich habe mir einen Schadenspunkt eingeholt beim Rüberspringen. Ah, perfekt. Da kannst du doch buddeln. Nein. Oh, geh wieder rüber. Hoppla. Siehst du, den habe ich nicht entdeckt. Ja. Das ist dein Erdhaufen. Erdi. Oh, Erdi. Erdenbärt. Das ist sehr ehrenswert, wenn man den Erdenbärt. Ja. Ja. Öffnen. Hier haben wir 38 Gold, Malachit, Herbstkokos, Belladonna und Elixier der Feuerresistenz. Yeah, baby. Nehmen wir die Kiste und werfen sie da runter. Hoppla. Oh, ich habe sie nicht runtergeschmissen. Hopp. Ganz schöner Sprung. Ja, das haben wir ziemlich. Ich würde sagen, das haben wir nicht so schlecht gemacht. Auf jeden Fall, ist gut gelaufen. Haben wir die Toten schon gelootet, nehme ich an, ne? Das haben wir schon gemacht, ja. Okay, dann geht's mal wieder hier hoch. Und dann haben wir zwei Wege. Drei Wege. Ich bin unschlüssig, ob wir hier rein sollen, wo wir nichts sehen. Oh, ich sehe ein bisschen was. Watch yourself. I spy a trap. Du hast ein Fallenwerk-Dingsbums, oder? Ja. Wo ist hier die Falle? Hast du gerade? Ich habe ein Ölfass aufgehoben. Ja, die. Ich habe ein Fallenentschärfer-Set, ja. Siehst du auch irgendwo eine Falle? Ich probier's.
Eine 10. Das schaffst du. Ja. Was war das für ein Jahr? Obwohl ich minus 1 aufgeschickt habe. Falle wurde entschärft. Machst du auf? Cool. Mach ich auf. Rußiger Schlüssel benutzt. Ah, cool. Ich habe alles eingesammelt, ohne zu gucken. Fangschlinge der Natur. Rußiger Schlüssel. Und nichts. Und ein bisschen Gold war sicher noch dabei. Was machen wir eigentlich mit dem versklavten Verstand? Was macht eigentlich der Stab? Alchemiebeutel. Fangschlinge der Natur. Was macht der Stab? Fangschlinge der Natur. Chance auf Fesseln des Ziels, sofern es keine Pflanze und kein Tier ist. Waffenaktion umwerfen. Ich weiß jetzt nicht. 2 bis 9? Gegen 2 bis 11? Ist halt ein magischer Stab, ne? Oh, vielleicht kann Gail den benutzen. Wer? Gail? Wer? Unser Gail! Ich kann nicht direkt ausrüsten, aber... Haben wir eigentlich noch einen Bogen übrig? Hier, die könnte ich doch... Ja, genau, dem Willen noch geben. Jung! Und Gail hat einen neuen Stab. Voll gemacht. Cool. Dann untersuchen. Schwarz glänzendes Öl. Ja, wo gehen wir lang? Tja. Was soll schon passieren, ne? Gehen wir mal nach hinten zuerst? Okay. Ich komme mit. Ausschau halten nach weiteren Statuen vielleicht? Vielleicht eine gute Idee. Jetzt ein Steintor. Die sieht überraschend ähnlich aus wie die unten in dem Dorf. Mhm. Let's go. Oh oh. Oh, ist sie aber nicht. Oh. Das macht mir Sorge. Bei mir lädt's noch. Oh, wir sind draußen. Hallo, ja. Draußen. Rechts von uns ist das Blutbad. Ah, jetzt noch ein Rucksack. Heiltrank, Ölflasche, Diebeswerkzeug. Also falls wir schnell flüchten müssen, wäre das hier ein guter Weg. Aber andererseits gehen wir lieber wieder rein, oder? Ja, ich denke, wir haben da noch was zu tun. Wie du direkt wieder erkannt hast, wo hier was Blutbad und... Ich hätte mich hier zuerst mal eine halbe Stunde zurechtfinden müssen. Der Gail, das weißt du, dass der immer noch irgendwie einfach da unten rumhängt? Selbstverständlich. Okay. Hope this ends well. Hop. Und hop. Ja, ich hätte auch einfach laufen können, gebe ich zu. Keine Statuen. Ich habe ihm noch 2 Schaden hinzugefügt. Du hältst dich so vornehm zurück, das macht mir Sorge. Ja, weil das Ding ist, du hast Dunkelsicht und ich nicht. Bei mir ist es hier dunkler als bei dir und du machst noch das Licht aus. Ja, so bin ich. Enklavenbibliothek. Apropos Bibliothek. Da soll man ja ruhig sein. Wow. Und bevor wir... Irgendwie hat es hier... Alt war das, um zu sehen, ob man irgendwas anklicken kann, oder? Ja. Und ich sehe einfach gar nichts. Das ist eine Giftwolke. Wahrnehmung sauber fehlgeschlagen. Ich komme nochmal zurück. Jo, würde ich sagen, machen wir hier nochmal einen kurzen Cut. Cut. Die Wette gilt. Oh Gott. Dann schauen wir uns in der nächsten Folge hier die Enklavenbibliothek etwas genauer an. Warum hat Gail eigentlich so einen Hula-Hoop-Reifen um sich? Gail hat momentan die bardische Inspiration. Ah, da war ja noch was, ja. Ja. Apropos.
Ich führe die Macht auf. Klingt schon einiges besser als mit der Flöte. Das stimmt, ja. Kannst du die jetzt eigentlich auch spielen? Ja, habe ich gerade in diesem Moment auch überprüfen wollen. Klingt auch besser. Wahnsinn. Das haut einem den Sack in die Wüste. Ich hätte es nicht besser sagen können. Ja, perfekt. Mit diesem wunderschönen Lied wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Tüdelü, meine Freunde.